Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über den Tablet Client in Dynamics NRV 2015. Gleich zu Beginn möchte ich vorwegschicken, dass vielleicht das Video selbst nicht unbedingt jetzt denselben hochwertigen professionellen Touch hat wie unsere klassischen Videotrainings, aber es ist vielmehr jetzt auch aus der Idee in den letzten Minuten heraus entstanden, einiges an Informationen zum Thema Tablet Client in Dynamics NRV 2015 weiterzugeben. Vor allem auch deswegen, weil ja gerade parallel die Directions ist und da immer wieder auch die Fragen auftauchen, wie kann ich jetzt den Tablet Client tatsächlich präsentieren mit einem sogenannten Self-Signed Certificate. Und da ich in diesem Zusammenhang schon einige Erfahrungen gemacht habe, auch hier kostenfrei einen Demo-Server zur Verfügung stelle, habe ich mir gedacht, wir machen ein kurzes Video dazu und zeigen dabei auch gleichzeitig, und das ist die zweite Idee und der zweite Inhalt dieses Videotrainings, was und wie dieses NRV Talk-Abo, das wir anbieten, sozusagen grundsätzlich funktioniert. Wir treffen uns ja einmal im Monat virtuell, um hier sich zu aktuellen Themen auszutauschen, und einmal im Quartal auch reell sozusagen oder real, um hier den persönlichen Kontakt nicht zu verlieren. Aber jetzt mal zurück zum Tablet Client. Ich habe hier schon einiges vorbereitet. Zunächst mal die App selbst. Ich befinde mich im Moment auf einem Windows-Device. Also ich konzentriere mich jetzt mal primär auf die Verwendung am Windows-Device. Und was ich jetzt nicht zeige, denn aufgrund des aktuellen Jahres und der, kann man jetzt sagen, ja, Gegenwart, denke ich, wird es jeder schaffen, in den Windows Store, in den Android Store oder in den Google Play Store zu gehen, beziehungsweise eben auch auf den Mac-Devices eine App herunterzuladen und dieses auch zu installieren. Bisschen schwieriger wird es dann schon, das auch zum Laufen zu bringen, so wie ich es hier jetzt in diesem Beispiel schon vorbereitet habe. Das heißt, ich habe die Server-URL hier eingegeben, auf die komme ich dann später noch zu sprechen und kann mich hier mit meinem Server auch schon dementsprechend verbinden. Ja, ich verwende jetzt derzeit hier kein öffentliches Zertifikat, sondern eben ein selbst erstelltes für Demozwecke. Das ist nicht empfohlen, das sei jetzt nochmal explizit dazu gesagt. Aber es ist auch nicht mehr so schwierig, so ein Zertifikat zu erstellen. Und genau diese Schritte möchte ich eben in den nächsten Minuten an dieser Stelle hier zeigen. Ich steige also jetzt hier nochmals aus, werde sagen Sign Out. Das App können wir ruhig offen lassen und ich gehe jetzt zunächst mal hier auf meine Demo-Maschine, die ich da vorbereitet habe. Ja, das ist hier meine Demo-Maschine, die ich im Moment auf Windows Azure in Verwendung habe. Ich habe hier drei Serverinstanzen installiert. Das ist jetzt keine zwingende Voraussetzung für den Einsatz des Tablet-Clients. Das ist einfach den Grund, dass hier mehrere verschiedene Konfigurationen meinerseits noch in Verwendung sind. Was Voraussetzung ist, und das ist natürlich wichtig, ist, dass der Web-Client installiert ist. Der Web-Client mit einer Seite und einem Unterordner. Auch hier nicht schrecken, ich habe hier jetzt zwei verschiedene Verzeichnisse installiert, einfach aufgrund von Single Sign-On und unterschiedlicher Sprachen. Aber das ist ein kleines Detail am Rande. Wir konzentrieren uns hier auf diese Instanz mit dem Dynamics NRV 8.0 und können gleichzeitig auch sehen, dass anscheinend einiges hier vorbereitet ist, nämlich anscheinend auch die Verwendung von SSL. Aber auf das komme ich gleich noch zu sprechen, denn das ist eben die Grundvoraussetzung, den Einsatz von SSL über oder mit dem Tablet-Client. Das heißt, im Gegensatz zum Web-Client benötigt der Tablet-Client zwingend eine verschlüsselte Verbindung, auch nicht für Demo-Zwecke möglich. Das heißt, ich muss hier wirklich auf ein Zertifikat setzen und ich muss hier wirklich auch ein Zertifikat verwenden. Bevor ich das alles allerdings mache, sollte eben die Grundvoraussetzung sein, dass der Web-Client auf einer nicht verschlüsselten Verbindung verfügbar ist. Das kann ich leicht testen, indem ich hier im Internet Information Server auf die nicht verschlüsselte Verbindung einfach mal draufklicke. Je nachdem, wie der jetzt konfiguriert ist, kann es sein, dass er sofort aufgeht oder dass jetzt eine Fehlermeldung kommt. Aber wichtig und gut wäre eben, dass hier der Webclient zunächst mal ohne SSL sofort verfügbar ist. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Ja, wie geht es weiter? Wir benötigen ein Zertifikat. Jetzt ist es so, dass bei Windows Azure grundsätzlich bereits Zertifikate automatisch mit erstellt werden, je nachdem, wie man die Maschine eben installiert. Das heißt, ihr könnt hier entweder, wenn ihr sagt, na, ich möchte eigentlich mich mit Zertifikaten gar nicht herumschlagen, hier einfach mal auf die Rechnermaschine klicken und dann dort im Bereich der IIS-Konfiguration auf Serverzertifikate und schauen, okay, und da, das wäre jetzt sozusagen das Zertifikat, das out of the box von Windows Azure zur Verfügung ist. Kann ich das mit dem Tablet-Client verwenden? Ja, das wäre möglich, aber ich möchte ja zeigen, wie man selbst so ein Zertifikat sehr, sehr einfach entsprechend erstellen kann. Und das sehen wir hier. Ich habe hier schon ein Zertifikat testweise zusätzlich erstellt, aber wir werden jetzt gleich ein
ein neues machen. Wenn jetzt jemand bereits ein Zertifikat hat, was muss er dann noch tun? Er geht hier auf die Microsoft Dynamics NAV Webseite, klickt dann auf den Punkt Bindings und wählt dort oder macht einen neuen Eintrag, je nachdem, für den Port 443 hier das Zertifikat aus und kann dann theoretisch sich mit dem Tablet Client schon verbinden. Frage: Nein, kann er nicht, denn was erforderlich ist, ist bei Self-Signed Certificates, dass das Zertifikat lokal auf der Maschine installiert werden muss, nämlich auf dem Client, sonst funktioniert das Ganze technisch nicht. Und da gibt es einen Unterschied anscheinend zwischen Windows-Devices oder nicht. Dieses Beispiel, das ich hier zeige, konzentriert sich jetzt wirklich auf Windows-Devices, also auf Dateien mit der Endung .cer für Certificate. Die scheinen nicht eins zu eins, zumindest nicht in unserem ersten Test, zum Beispiel auf einem iPad zu funktionieren. Da dürfte ein anderer Zertifikatstyp erforderlich sein. Auch das ist nicht jetzt besonders schwierig, aber darauf konzentrieren wir uns jetzt nicht hier in diesem Video. Also, wie komme ich jetzt zu meinem Zertifikat? Und dazu sollte man vielleicht wissen, dass ich auf der Produkt-CD, und zwar hier im Verzeichnis Windows PowerShell Scripts, da gibt es ein paar Unterverzeichnisse, und in diesen Unterverzeichnissen gibt es eines, das nennt sich NAV Certificate Administration. Und da haben wir ein eigenes PowerShell Script Modul. Und dieses Modul bindet uns dann in weiterer Folge hier dieses Commandlet ein, New NAV Self-Signed Certificate. Und das ist wirklich so gemacht, dass es out of the box ein sehr einfaches, aber ein Testzertifikat erstellt und ich es dann mehr oder weniger nur noch entsprechend zuordnen muss. Ja, und das machen wir hier jetzt auch mal. Ich starte mir sozusagen die Windows PowerShell ISE. Da ist sie auch schon. Starte die jetzt mal im Administrationsmodus. Und mein erster Schritt besteht darin, hier jetzt dieses Modul einzubinden, um das Video ein bisschen abzukürzen, damit wir nicht zu lange und viel Zeit verlieren, habe ich hier von meinem letzten Beispiel die beiden Zeilen schon vorbereitet, also ganz kurz zum Inhalt, Import Module und dann folgt eben der Pfad, wo man dieses Modul hingelegt hat. Das Ganze kann ich dann entsprechend ausführen und erhalte dann in weiterer Folge automatisch die verfügbaren Module. Fügen wir das mal hier auch hinzu, mal auf Ausführen. Okay, jetzt sollten wir das Modul zur Verfügung haben. Wie kann ich das am besten testen? Naja, ich gehe hier in die nächste Zeile und gebe mal ein new-nav und dann sehe ich schon, aha, Self-Signed Certificate. Das Commandlet hat eigentlich zwar eine Menge Parameter, die sind allerdings alle optional, das ist der Vorteil davon, aber es gibt eine Anforderung, die ist erforderlich, nämlich ich brauche dieses kleine Tool makecert.exe. Ohne diesem Tool kann ich kein Zertifikat erstellen. Jetzt ist es so, wenn ihr das erste Mal ausführt, bekommt ihr eine Fehlermeldung, dass dieses Tool möglicherweise nicht vorhanden ist, aber auch gleichzeitig den Link, wo ihr das Windows SDK herunterladen könnt, damit das Tool auf eurer Maschine entsprechend installiert ist. Das habe ich natürlich jetzt schon gemacht, ist daher ein bisschen schwierig, das auch zu zeigen. Aber nochmals, wenn man das Commandlet jetzt einfach mal so ausführen würde, ohne zusätzliche Parameter und das Tool wäre nicht vorhanden, ist das Erste, was man bekommt, eine Fehlermeldung und man muss dieses makecert.exe installieren. Ja, was muss ich noch tun? Eigentlich nichts. Ich könnte das Ganze jetzt so ausführen, da alle Parameter optional sind. Nur würden wir vielleicht dann den Unterschied nicht erkennen zwischen meinen bestehenden Zertifikaten und meinen neuen. Deswegen werde ich hier jetzt zwei Parameter mit angeben, nämlich den Namen Test Certificate Name und nenne das jetzt mal NAV Talk Demo. Und in weiterer Folge, damit ich es mir dann später einfacher machen kann, auch die Serveradresse. Das wäre normalerweise nämlich der Name des Rechners. Ich möchte aber den Server dann später auch gleich sprechend im Zertifikat sehen. Daher gebe ich jetzt an MBSDT NAV 2015 und wie bei Windows Azure entsprechend möglicherweise bekannt cloudapp.net. Ja, und diese Zeile führe ich jetzt aus und erhalte dadurch automatisch ein Zertifikat. Und das ist doch eigentlich sehr einfach. Ich werde das jetzt gleich mal durchführen. Ja, jetzt haben wir auch schon die Fehlermeldung. Could not find a makecert.exe tool, tritt sie doch auf. Warum ist das so? Ganz einfach, weil ich mich jetzt in einem Verzeichnis befinde, wo dieses makecert.exe nicht liegt. Was heißt das? Im Gegensatz zu meiner anderen Session, da habe ich unter Documents das makecert.exe reinkopiert, liegt das nicht dort. Und da sehen wir eben auch jetzt praktischerweise, das war jetzt nicht geplant, aber trotzdem diesen Link,
aber das werden wir jetzt gleich beheben. Ich wechsle in das Verzeichnis CD-Documents und führe das Ganze jetzt einfach nochmals aus. Wir werden aufwischen. So. Ja, jetzt bekomme ich natürlich, da es sich um ein neues Zertifikat handelt, die Frage nach dem Private Key. Da wähle ich ein frei verfügbares Passwort. Das muss ich zweimal eingeben natürlich. Und das Ganze folgt dann jetzt nochmals zur Bestätigung. Ja, und das Zertifikat ist jetzt hier automatisch erstellt im Store, im Certification Store verfügbar. Das heißt, es sollte eigentlich bereits auch im IIS verfügbar sein. Jetzt könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr über die Management-Konsole gehen wollt und mal schaut, ob das Zertifikat da ist. Oder, wie ich es jetzt mache, ich gehe hier in den Internet Information Server, klicke nochmal auf meinen Rechnername und gehe an dieselbe Stelle wie vorhin hier auf Server Certificates. Und wenn ich da jetzt in die Liste hineinschaue, dann sollte hier jetzt ein neues Zertifikat vorhanden sein. Und da ist es auch schon, mein Root CA NAVTOC Demo-Zertifikat. Woher kommen diese Werte? Genau hier aus der Angabe, die ich vorher eben getätigt habe. Das heißt, das Erste, was ich jetzt durchführen muss, ist, dass ich natürlich dem IIS sage, pass auf, verwende bitte dieses Zertifikat, denn mein Tablet-Client verbindet sich ja dann später zu meinem IIS und daher müssen die das gleiche Zertifikat aufweisen. Ist, wie gesagt, sehr einfach, hatten wir schon mal ganz kurz gesehen. Ich klicke hier nochmals auf die Serverseite, hole mir den Punkt Bindings und nochmals, sollte es den Punkt 443 nicht geben, dann bitte hinzufügen. Wenn es den bereits gibt, dann einfach bearbeiten und hier das richtige Zertifikat auswählen. Jetzt ist es vielleicht aufgrund der verwendeten Namen in meinem Demo nicht immer ganz einfach, beziehungsweise sofort sprechend. Wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich hier einfach mal auswählen, kann sagen, zeig mir dieses Zertifikat an und sehe dann hier im Issued By, also wer es hier ausgestellt, mein NAVTOC Demo. Das ist also mein richtiges Zertifikat. Gut, soweit so gut, das bestätige ich mal mit OK. Ein Neustart des Internet Information Servers ist nicht erforderlich. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt hier nochmals meinen Webclient gleich mal entsprechend starten. Jetzt allerdings eben mit 443, also sprich mit HTTPS und schaue, ob die Verbindung klappt. Da blinkt wieder der Cursor. Es handelt sich ja um ein selbst ausgestelltes Zertifikat. Das ist natürlich grundsätzlich nicht sicher, daher der Hinweis des Browsers. Wir sagen, wir wollen trotzdem fortfahren und schauen zur Sicherheit nochmal nach, ist das wirklich unser Zertifikat? Und wir sehen, ja, es ist im Einsatz. Das heißt, wie komme ich jetzt zu meinem entsprechenden Tablet-App und damit zur Verbindung? Ich brauche die URL für das Tablet-App, um sich zu connecten. Dabei muss ich gegebenenfalls, wie in meinem Demo hier jetzt ersichtlich, vielleicht den Rechnernamen ersetzen, aber das ist ja für uns kein großes Problem. Das heißt, ich wähle hier nochmals den Punkt rechte Maustaste, Copy und habe jetzt diese URL im Zwischenspeicher hier kopiert. Und jetzt wechseln wir mal ganz, ganz kurz zurück zu unserer App-Ansicht, um nachzusehen, ob das schon klappt. Aber ich kann gleich vorwegnehmen, es klappt natürlich noch nicht, aber genau das ist der Punkt, den wir auch gerne sehen möchten. Ja, jetzt sind wir zurück hier im Tablet-App für Dynamics NAV 2015. Wir haben am Server das Zertifikat über PowerShell erstellt und wir haben dieses Zertifikat dem Internet Information Server zugewiesen. Also möchte ich jetzt hier eine Verbindung zwischen dem Tablet-App und eben diesem Server aufbauen. Also was ich an dieser Stelle jetzt mal mache, ist, ich gebe entweder hier die entsprechende URL ein oder ich hole sie mir aus dem Zwischenspeicher. Möglicherweise ist es notwendig, hier den Rechnername auf den externen zu wechseln. Also in meinem Fall war das mbst-nav2015-cloud-app.net und versuche hier jetzt mal eine Verbindung aufzubauen. Ich bestätige das mit OK und sehe eine vielleicht nicht unbedingt sehr sprechende Fehlermeldung. Die Verbindung zum Server konnte nicht hergestellt werden. Okay, was ich jetzt überprüfen sollte als erstes, ist die URL korrekt? Das heißt, ich kopiere sie mir nochmal und das geht ja relativ einfach, indem ich hier einfach in ein Browserfenster wechsle und die URL dort mal hineinkopiere und nachsehe und aha, da bekomme ich eine Zertifikatsmeldung. Mal schauen, ob wir die fortsetzen können. Und es scheint so zu sein, dass hier im Browser selbst der Webclient tatsächlich funktioniert. Und das ist auch so, denn, wie ich schon gesagt habe, für Self-Signed-Zertifikate für den Webclient
Gibt es keine besonderen Anforderungen, ist natürlich auch nicht empfohlen, aber ich muss hier nichts lokal installieren. Es ist aber was ganz Interessantes, und zwar, wenn ich hier auf Zertifikat Fehler klicke und mir das Zertifikat anzeige, dann bemerke ich, dass hier folgender Hinweis steht: Dieses Zertifikat kann nicht bis zu einer Zertifizierungsstelle verifiziert werden. Wer jetzt sagt, ich möchte allerdings nur mal schauen, ob überhaupt der Tablet-Client funktioniert, man kann das auch im Browser machen. Ich kann hier oben die URL ergänzen, und zwar mit Tablet-ASPX. Und wenn ich dann mal draufklicke, dann sehe ich, aha, die Verbindung zum Tablet-Client selbst, die klappt. Aber gut, es ist vielleicht jetzt nicht die gleiche User Experience oder Benutzerbedienbarkeit, das im Browser einem Kunden zu zeigen, als tatsächlich in einem App. Macht schon ein bisschen mehr her. Daher wollen wir natürlich dieses Zertifikat hier lokal auch tatsächlich installieren. Ja, ich habe hier wieder jetzt zurückgewechselt auf meinen Server. Das heißt, ich bin hier auf der Azure-Maschine, auf der Dynamics NAV 2015 der Server und natürlich auch damit der Webclient installiert ist. Und ich möchte jetzt das entsprechende Zertifikat hier herunterladen, sodass ich es dann am Client installieren kann. Dazu verwende ich jetzt hier an dieser Stelle die Management-Konsole, gebe also hier am Startbildschirm MMC ein, bekomme dann das entsprechend gewohnte leere Fenster, wähle es dann den Punkt hier Add Remove Snap In und hole mir an dieser Stelle den Zertifikatsspeicher, der natürlich mit Cäsar beginnt im Englischen, und füge mir den hier mal hinzu. Ich möchte das Computer-Account verwalten, und zwar den lokalen Computer. Gut. Ja, und innerhalb dieses Ordners gibt es dann diesen Menübaum mit den entsprechenden vertrauenswürdigen Stammzertifikaten, und dort sollte sich auch irgendwo in der Liste euer Zertifikat befinden. Hier ist es auch schon, mein Root-CA-NAV-Tog Demo-Zertifikat. Ich wähle hier direkt die rechte Maustaste und sage Export, das geht einfacher. Ja, und exportiere jetzt dieses Zertifikat als CRL-File in oder auf die Festplatte. So, nennen wir das Ganze Root NAV Talk Demo. Jetzt hängt es natürlich dann im Anschluss davon ab, ob ihr jetzt in der Cloud euren Server habt oder lokal. Es ist auch egal, letztendlich, ihr müsst diese Datei jetzt irgendwie auf den Client bekommen, ob per E-Mail oder per File-Transfer, überlasse ich euch. Das zeige ich auch hier jetzt an dieser Stelle nicht extra, sondern ich werde jetzt eben dementsprechend diese Datei auf den Client herunterladen, und dort geht es dann auch gleich weiter. Ja, ich bin hier jetzt wieder am Client, und wir haben immer noch natürlich dasselbe Problem, beziehungsweise unser erster Schritt besteht letztendlich darin, dass wir versuchen werden, hier diesen Zertifikatfehler im Browser, nämlich dass dieses Zertifikat nicht verifiziert werden kann, zu beheben. Dazu benötigen wir auch am Client die entsprechende Management-Konsole, also geht im Grunde ja genauso wie am Server, Start ausführen, MMC. Ich erhalte hier die leere Konsole, wähle dann Snap-in hinzufügen. Und hole mir hier jetzt die Zertifikate herein, und zwar genau auf die gleiche Art und Weise wie vorhin am Server. Ja, dieses Zertifikat ist noch nicht vorhanden. Das heißt, wir werden hier uns jetzt den vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen zuwenden, gehen hier in die Zertifikate und wählen dann den Punkt Alle Aufgaben importieren. Jetzt ist es eben erforderlich, nochmals zur Erinnerung, dass ihr dieses Zertifikat auf eure Client-Maschine heruntergeladen habt. Das habe ich hier an dieser Stelle schon gemacht. Wähle jetzt mein Root NAV-Tog Demo-Zertifikat aus und bestätige diesen Import. Jetzt schauen wir mal ganz kurz zurück in den Browser, zur Sicherheit mal aktualisieren, und schauen wir uns nochmal den Zertifikatfehler an. Und wir sehen, aha, hier hat sich was geändert. Dieses Zertifikat ist folgende Zwecke beabsichtigt. Also die Zertifizierungsstelle kann jetzt verifiziert werden. Und das ist jetzt auch der Ausgangspunkt, wo ich sage, gut, dann nochmals zurück in das App, versuchen wir die Verbindung aufzubauen. Die URL ist identisch, das heißt, die habe ich hier noch nicht geändert, sondern ich bestätige nochmals diese Auswahl und bekomme jetzt auch schon das Anmeldefenster, gebe meinen Benutzer ein und verbinde mich hier jetzt innerhalb der App mit dem entsprechenden Webclient, beziehungsweise eben mit dem Microsoft Dynamics NAV Server. In den letzten Minuten haben wir so kennengelernt, was erforderlich ist, um das Tablet-App auf einem Windows-Gerät zum Laufen zu bringen. Die wesentlichen Punkte dabei sind eben, wenn ich nicht mit einem öffentlichen Zertifikat arbeite, dass dieses lokal verifiziert werden können muss. Ich brauche also das Root-Zertifikat lokal in meinem Speicher, damit
dass App sagt, okay, das ist eine sichere Verbindung. Wie das geht, das haben wir in den letzten Minuten hier entsprechend gesehen. Und wenn euch das gefallen hat, beziehungsweise diese Art und Weise der Wissensvermittlung, kann ich euch und möchte ich euch natürlich an dieser Stelle hiermit nochmals auf unseren regelmäßigen NAV-Talk aufmerksam machen. Das Ganze ist natürlich zwar nicht kostenfrei, aber wenn ihr euch die Inhalte anschaut und hier ein bisschen vergleicht, was das im Monat kostet, um die 80 Euro plus minus und was dafür eben geliefert wird, nämlich Inhalte in allen möglichen Formen von Online-Meetings, von reellen Treffen bis hin zu Unterlagen und Vorabinformationen, dann würde ich mich freuen, wenn ich euch dort oder da auch als Abonnent in den nächsten Wochen vielleicht dabei begrüßen werden darf. Vielen Dank, mein Name ist René Geier und ich wünsche euch noch viel Spaß mit Dynamics NAV 2015.